Hallo zusammen, hier ist euer Jörg. Kleines Video. Es geht um einen Gegenstand, um ein Wandbild. Ich habe, und da kennt ihr meine Berichte wahrscheinlich schon von meinem Blog digitaleraugenblick.de, einen bevorzugten Wandbildlieferanten. Das ist die Firma Zorr.com, Zorr.com. Belgische Firma oder niederländische Firma, weiß ich jetzt gar nicht genau, die sehr günstige Preise für Leinwand, Acrylglas, Alu-Dibond und solche Geschichten haben. Bei denen habe ich schon öfter bestellt, habt ihr auch schon ein paar Artikel von mir gelesen und war da auch immer ziemlich zufrieden, bis beim letzten Mal. Beim letzten Mal war ich gar nicht zufrieden. Da habe ich ein Bild geschickt bekommen, was gar nicht meins war. Jemand anders hat mein Bild geschickt bekommen. Wir haben das irgendwie ganz schwierig nur hin und her transportieren können. Dann die Ersatzlieferung war beschädigt, war mit DPD. DPD ist eben eine Katastrophe. Die erreichen einen nie, man kann sich nirgends abholen, also ganz schwierig. Hatte dort länger mit dem Marketier, auch von Zoll, Kontakt. Und jetzt, vor kurzem hat er mich angerufen und sagt, der Mensch, Jörg, du warst so unzufrieden bei deiner letzten Bestellung. Wir haben jetzt auch DHL, wir haben jetzt auch die Verpackung geändert. Hast du nicht Lust, willst du mal testen? Kriegst auch einen Gutscheincode, teste es einfach und sieh das so ein bisschen als Wiedergutmachung an, dass das so blöd gelaufen ist beim letzten Mal und überzeug dich nochmal von unserer Qualität. Und dann würden wir uns auch freuen, wenn du wieder ganz regulär bei uns bestellst. Gesagt, getan. Lasse ich mir nicht zweimal sagen, wollte ein Wandbild bestellen, in dem Fall für meine Tochter, ausnahmsweise mal nichts Kommerzielles, sondern was Privates, und habe ein Wandbild auf Acrylglas 60x90 printen lassen und das steht jetzt hinter mir und das packen wir zusammen mal aus und schauen es uns an. Fangen wir vielleicht mit der Verpackung schon mal an. So, ihr Lieben, Acrylbild, sehr dünn verpackt, viele dieser, wie auch immer man die nennt, dieser Packbänder drumherum. Es kam mit DHL, Express Worldwide sogar. Es hat an den Ecken entsprechende Schutzkartonage und ist wirklich extrem gut verpackt. Von den Maßen dieses Mal her könnte es auch mein Bild sein. Und da schauen wir jetzt zusammen mal rein und machen das mal auf und gucken mal, wie die Druckqualität zu dem Bild ist. Diese Kunststoffteile mal wegschneiden. So, dann packen wir das mal aus. Ah, da haben wir noch ein Querband. Und hier haben wir auch noch ein Querband. So, die Kunststoff, die Ecken weg. Hier ist es zu. Hier ist es auch zu. Irgendwo muss es ja offen sein. Vielleicht hätte ich lieber 20x30 bestellen sollen. Das wäre für ein Video viel einfacher. Aber es soll ja ein großes Bild für die Wand sein. Also wer Kartonage braucht, macht bei Zorro de facto nichts falsch, denn es ist schon ordentlich viel Kartonage drumherum. So, dann kommt der große Deckel weg und hier sehen wir unser gut verpacktes Acrylbild. Tochter mit Freund am Meer. Das Ganze schneide ich jetzt hier mal raus. Ihr seht auch, dass es hier jetzt mit Papierband, dass man das wahrscheinlich besser mit der Hand reißen kann, ohne das Bild kaputt zu machen, nochmal verpackt ist. Also in Sachen Schutz kann man den Kollegen hier nichts vorwerfen. Das ist sehr, sehr dünn, sehr mobil verpackt, aber schützt gut. So, und jetzt müsste ich das Bild als solches eigentlich freigelegt haben. Zum Glück ist mir die Klinge nicht in den Fuß. Das war wahrscheinlich das chaotischste Video, das wir hier je gedreht haben. So, und damit haben wir jetzt Acrylglas 60x90 verpackt. Wandaufhängungen habe ich diesmal keine mitbestellt, da ich noch von diesen Klett-Selbstklebeteilen welche habe. Und ja, jetzt müssen wir nur die viele Kunststofffolie hier mal wegbekommen. Das muss ich sagen, finde ich rein umwelttechnisch nicht ganz so schön. Das wäre mit einer Papierfolie vielleicht auch zu machen, vielleicht aber auch teurer. Immer darf einzig vergessen, dieses Bild hier kostet um die 40 Euro plus Versand, je nachdem, welche Versandart ihr euch auswählt. Also man kann hier über 60x90 Acrylglas zu dem Preis natürlich nicht meckern. Aber wir Blogger oder wir Video-Reviewer, YouTuber, wie auch immer wir das uns so selbst nennen wollen, suchen natürlich auch irgendwo immer nach einem Kritikpunkt. Sonst heißt es anschließend wieder, ja, der hat es geschenkt bekommen, der erwähnt ja nur alles lobenswert. Also Verpackung, außenrum Kartonage, super geschützt, schön schmal, nicht größer als es sein muss, gefällt mir, Daumen hoch. Kunststofffolie, könnte man auch irgendwie anders machen, aber jetzt schauen wir uns das Allerwichtigste bei einem Bild mal an, die Bildqualität. So. Das hast du was zum Besten.
Ecke her nochmal ein. Und dann. Also das Material selbst ist sehr robust. Es ist bei meinen Versuchen jetzt noch nicht zerbrochen. Das ist schon mal viel wert. Und siehe da, das schaut schon mal richtig gut aus. Hier ist aber noch eine Schutzfolie drauf. Die Schärfe ist ein 20-Megapixel-Bild, ganz leicht gekroppt, da ich es nicht hundertprozentig gerade aufgenommen hatte. Also ich denke mal, hier sind so um die 18 Megapixel drauf für 60x90. Und dann ziehen wir mal die Schutzfolie ab. Das sieht richtig gut aus. Ich hoffe, dass das auf dem Video auch entsprechend rüberkommt. So, dann haben wir die nächste Schutzfolie, aber das wird sich de facto nicht anders mit Papier oder so machen lassen. Ich hoffe, dass diese Dinger zumindest irgendwie biologisch abbaubar sind. So, ihr Lieben, und da haben wir jetzt ein 60x90 Acrylbild. Konturen, Schärfe, sitzt absolut. Die Tiefen sind nicht abgesoffen, auch wenn das auf dem Video jetzt wahrscheinlich so rüberkommt. Auch hier unten im Schlauchboot. Die Zeichnung ist absolut da. Auch hier. Und das bei einem nur. Wir reden nicht über ein 40-50 Megapixel Bild bei der Größe, sondern über ein 18-19 Megapixel Bild aus einer Micro Four Thirds Kamera. Finde ich super mega. Gefällt mir ganz großartig. Also Bildqualität, Daumen hoch. Verpackung. Daumen hoch, bis auf das viele Kunststoff. Aber auch das gibt es bei anderen Versendern noch viel pompöser mit Styropor und dem ganzen Scheißdreck drumherum. Hier top. Preis-Leistung 40 Euro für die Größe. Kann man nichts falsch machen, ihr Lieben. Zorn.com. Ich bleib dabei. Auch wenn es beim letzten Mal überhaupt nicht geklappt hat, aber Fehler passieren überall mal. Das Ding, Daumen hoch. Ich bestelle da wieder. Bleibt mein Preferred Wandbildlieferant. Zorn.com, schaut es euch an. Danke für die Wiedergutmachung. Danke, dass ich das testen durfte. Ich hoffe, euch hat es auch geholfen. Und wie gesagt, wer möchte, kann jetzt auch per DHL. Und dann kann man es am Samstag auch, so wie ich gestern, heute Sonntag, am Samstag dann eben auch wieder abholen, wenn man eben zu den normalen Postzustellzeiten nicht zu Hause ist. Ihr Lieben, das war ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön. Lasst ein Like da oder einen Kommentar oder eine Frage. Wie auch immer, meldet euch. Danke. Ciao, ciao.